Naja, wenigstens von. Naja, gut, da hast du ja einen schönen Speicherpunkt gewählt. Dann müssen wir da gar nicht die Leiter hoch. Das ist ja nett, ne? Oder vielleicht doch. Ui! Liebes Spiel. Du willst mir doch nicht sagen. Ach, tatsächlich. Krass. Okay. Ja gut, das war dann, ja, gar nicht mal so schwer wie einst gedacht. Hups. Damit habe ich jetzt gerade kurzzeitig nicht gerechnet. I can fly with Tui Fly. So und da. Gut, dann da und im Prinzip. Oh, danke, ein Level, ein Leben, Dingsbums-Teil. So, und dann gehen wir hier noch rein. Und natürlich erwartet uns da. Na komm, haltet doch einfach die Klappe. Natürlich erwartet uns da wieder mal ein Level mit Schusseinlagen. Achso, da muss ich mich drüber hangeln. Okay, ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das ging mir jetzt zu schnell, ja. So schnell kann ich einfach nicht reagieren. Was passiert, wenn ich den jetzt... Okay. Haben wir schon erhalten, dann können wir den nicht nochmal benutzen. Dich mache ich dann auch noch mal platt. Und dann... Nein! Was denn? Wie du... Wie... Ich hab doch... Arsch! Das... Hey! So. Okay, dann lieber so, lieber sicherer, als dass wir dann da wieder an der Elektrizität sterben. So, rein da, passt. Gut, machen wir mal aus Spaß die Dinger kaputt. So, und dann hier hoch. Was für eine pure Freude. Ah ja, komm, die können wir auch ignorieren eigentlich, ne? Control Room Hangar 2. Da kommen wir nicht runter, ne? Jep, da ist nämlich ein Dings vor. Ah, hier sind wir. Sir, we have the disc and the girl. And Richard? He is dead, sir. You're sure? He has a nasty habit of coming back. Positive, sir. He's buried in a mining shaft. They managed to figure out the statue's location. It's in the old mines under the casino. Fantastic news. Apollo, I see a promotion in your future. Meet me at the casino. And bring the girl. Natürlich wurden. Truckers. Now how the hell do I get off this rock? I need plan B. Natürlich, deswegen waren da auch die Wachen aufgestellt vorher. Weil die natürlich wussten, dass wir tot sind. Jetzt kommen wir da runter. Gut, Plan B. Switchblade. Xander fixed it.
Sandra, old buddy, I wish you was coming with me. Wenn jetzt ein Flieglevel kommt, das wäre voll toll. This one's gonna be the mother of them all. Maximilian's gonna get a knuckle sandwich with a side of whoop ass. Aber ich glaube nicht dran. Da gähnt er. So langweilig ist das Spiel. Boah. Wow. Natürlich wieder keine Musik. Ist ja klar. Warum auch? Braucht ein gutes Spiel nicht. Gut, so, hier ein Fahrstuhl. Da ist, Uiuiuiui, da kommt die Kamera ja gar nicht hinterher. Dein Ernst? Für diese eine Fahrstuhlszene habt ihr jetzt Musik eingespielt? Und jetzt... Also ich weiß nicht, was sich die Entwickler von dem Spiel dabei gedacht haben. Aber es war nichts Gutes. Wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn nicht, ich sag's trotzdem. So. Ja gut, da kommen wir jetzt so nicht hoch. Dann gehen wir einfach mal nach rechts. Und da befindet sich ein Übergang. Oh, ein... Ich mache mein Leben maximal höher, Generator. Und der Salzstreuer geht wieder ab hier. Zack, zack, die Bohne. Und da hat sich unsere maximale Gesundheit auch schon wieder mal erhöht. Da fehlt nicht mehr viel. Ich würde sagen, so 5 Stück. Passen da noch rein. Oh man, a Helga, the first generation G-Lifter. They called these babies Doomsday Machines because they could lift anything. That's weird. How come it's already activated? Was? Anti-Schwerkraftgranaten. Na ja, dann. Okay. Leider halten sie nicht an mir. Traurig, traurig. Und sie machen keinen Schaden. Aber mal Spielelemente, die wenigstens mal lustig sind. Oh, du Trottel. Gut, also nochmal. Ja, ich mach's ja nur, damit's lustig ist. Hallo. Verwende Anti-Schwerkraftladung an der Kiste. Greife mit der... Ach du Scheiße. Idioten. You spin my head right round when you go down, down. Sorry, wollte ich nicht. So. Das ist doch jetzt schon fast langweilig, wenn man hier einfach auf die... Heiliger. Ach, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder?
Woher soll ich das denn wissen, wenn die Kamera nicht mitfährt? Arsch. Kackspiel. Oh oh. You spin my head right round, when you go down, when you go down, down. So, das haben wir schon. You spin my head right round, when you go down, when you go down, down. Ach so, da war... Nee, war gar nicht, das ist ja eine Lüge. Nein! Ah, okay, alles gut. Naja, im Prinzip kann ich jetzt hier mit meinem G-Lift da rumlaufen. Ja, im Prinzip kann ich jetzt mit meinem G-Lifter hier rumlaufen und hier die lustigen Sachen alle einsammeln. Oh, und es hilft mir sogar, voranzukommen. So, jetzt kann ich mich hangeln. Hui. Ja, und jetzt kann ich auch ein bisschen kaputt machen, weil ich es kann. Naja, und wo genau ich jetzt hin muss, weiß ich auch gerade nicht. Aber ich gehe einfach mal nach links, weil es so grün ist. Boah, Stefan! Was das jetzt mit den... Okay, ich komme hier oben noch lang. Gut, dann gehen wir hier oben lang. Komm du doch her. Mein Gott. So. Tödlicher Kuss. Machine Gun. Rocket Fire. Du kannst dich sehen, dann kauf dir eine Brille. Wie wär's denn damit, hm? Mein Gott. Dein Ernst? Das sieht creepy aus. Das sieht creepy aus. Schalalalala. Schön, dass sie sterben, wenn sie berührt wurden mit so einer... Oh oh. So. Füllen wir die... Warum sind denn hier so viele Auffüllbecken? Muss ich hier mehr mit Granaten machen und tue es nicht, weil ich einfach gut bin, oder... Oder was ist da los? So. Ah, toll. Hätte ich mir auch denken können, dass es hier keinen Weg nach rechts gibt. You're welcome. So. Das ist Wahnsinn.
Warum schickst du mich in den Weltraum? Weltraum, 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 Weltraum. Eiskalt lässt du mich in der Ozonschicht erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Fühlen, 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 fühlen. Eiskalt. Merken die alle nicht, dass ich noch lebe? Ach, guck mal, hier sind wir auf der Henrietta, oder wie die hieß. Warte mal, das sieht so unauffällig aus. Schade, ich dachte, hier wäre was versteckt. Mann, an den besten Stellen verstecken sie natürlich wieder nichts. Oh, da sind wir schon. Ich bin gespannt. Sean! Skylar, you okay? Athena! 30 years I've waited for this. Finally, my journey is complete. No, Maximilian, don't touch the statue. You don't know what you're dealing with. Ilhuan, Ilhuan, Yehono, Ochihua. No! Oh. Your weapons are useless against me. John, they are somehow connected. The figures, the disc, and now Maximilian. You are insignificant, John. Well. Okay, Leute, jetzt bin ich einfach mal ruhig. Wow. Resistance is futile, John. Ich dachte, ich müsste da vielleicht. You are no match for me, John. I am now Athena. The stone figures are protecting the disc. Ah, okay, okay. Ja, das dachte ich mir jetzt gerade, dass man die irgendwie. You are insignificant, John. Quick, destroy the stone figures! Ja, wie soll ich die denn destroyen? Hilft ja hier alles nix. Uiuiui. Wie kann ich diesen zerstören? One down. Du Genie! Wow. Skylar, zähl mit! Ich kann's nicht alleine. Halfway there. Keep at it. Ich habe befürchtet, dass mir das Schaden macht. Das war natürlich jetzt unschön. Und er tut nichts dagegen oder schreit nicht mal, dass hier seine. Ah, komm schon. Ah, jetzt kommt er an. Jetzt nur noch eins. Super. Ah, du Scheiße. John, get the disc. Plug it into the Helga. Huh? What are you talking about? God damn, a perfect fit. Wo's die Helga? What have you done? Get away from the disc. It's mine. Wo ist sie denn? Verdammt, wo ist Helga? Ach, jetzt hab ich. Ah, jetzt bin ich der Geile hier. Bah, guck dir das an. Meine Fresse. Oh, er ist halfway down. Oh mein Gott, diese Musik. Diese scheiß schwarzen Löcher. Oh. John, you did it! Yes! Woo! Are you okay? I guess. Skylar,
How the hell do you know the disc would work with the Helga? Aliens, Skyrig, anti-gravity, and Maximilian. Let me guess. It's all connected. Yes, it's all connected. 50 years ago, Skyrig had a mine in Arizona on Native American land. They found something, and Maximilian was part of it. How'd you find out? Uncle Floyd was there too. Where is Floyd? What is that sound? Whoa! That's not good! No! Mann, bitte nicht. Unser G-Lifter. Was? Ich meine, was? Also ich meine, was? Also jetzt mal ganz schnell, bevor der anfängt zu singen, weil wenn er singt, muss ich aufhören. Das Spiel war schon geil, ne? Also die Musik ist wirklich Bombe, auch wenn es richtig schade ist, dass die so selten kam. Die Levels waren okay, auch wenn es hinterher echt extrem scheiße war mit dem zu viel Geschießen. Und, ich bin jetzt ruhig. Warte, der fängt nämlich jetzt gleich an und dann reden wir gleich weiter. I've seen the way out of hell. Light years away from home. Me and my demons and I alone. The hammer on my key that might my wishing well. I'm gonna find my way out of hell. Ja, gut, also Level-Design war ganz nett, auch wenn es am Ende extrem scheiße war mit dem ganzen Geschieße. Also es war mir echt ein bisschen zu viel. Er hat Bitch gesagt. Ja, ansonsten war das ganze Spiel eigentlich recht schön. Also von der Optik muss ich sagen, war das echt der Hammer. Also sehr abwechslungsreich, die Musik richtig gut, Level waren okay. Die ganzen Spielideen, die da drin waren, waren sehr innovativ, fand ich. Gut, das Ende. Erstens die Tatsache, dass der Bosskampf jetzt wirklich extremst einfach war. Also er hat mich ja gar nicht angegriffen oder irgendwas dagegen getan. Und Schaden haben mir die kleinen Viecher da auch nicht wirklich gemacht, das war ja langweilig. Aber dass die jetzt beide da ins Portal gerissen sind und praktisch jetzt anscheinend für immer verloren oder tot oder wie auch immer, das, da habe ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Also das fand ich jetzt schon krass. Das hat so ein bisschen... Jesus, Leo. Oh, mein Gott. Gut, also das Ende war, ich glaube, das haben die sich so ein bisschen offen gelassen. Also ich fand, das sah jetzt so ein bisschen aus, so von wegen, ja,
Machen wir mal so, das ist jetzt ein mehr oder weniger befriedigendes Ende, aber man könnte jetzt noch einen Rocher 2 machen. Hat sich jetzt für mich so angehört. Habe jetzt aber gar nicht mitgerechnet, dass die da jetzt ohne ihre Waffen und so weiter da in dieses Portal gezogen werden. Schon cool. Was mir auch gerade unfassbar gefällt, ist dieser Hintergrund von dem Abspann gerade. Finde ich voll cool. Ja, gut, dann hören wir noch ein bisschen die Musik an. 5 Minuten habe ich noch, dann ist nämlich die halbe Stunde voll, aber ich glaube, 5 Minuten dauert der Abspann eh nicht mehr. Ich bedanke mich einfach mal bei allen, die bis zum Ende jetzt das wirklich geguckt haben, das Let's Play, und vor allem bei allen, die kommentiert haben, weil das hat mir wirklich weitergeholfen, dass ich dieses Let's Play überhaupt noch mache und weiterführen werde. Freut mich. Vielen, 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 vielen Dank. Heute müsste dann ja somit Mittwoch sein, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Das heißt, morgen am Donnerstag oder vielleicht auch erst nächste Woche Montag, ich weiß es noch nicht, geht's dann weiter mit Sims 3, mit dem Neil zusammen, das wisst ihr ja schon. Und ich freue mich sehr, dass ihr noch zugeguckt habt und ich genieße jetzt noch ein bisschen diese epische Musik. Ja, das muss man echt sagen. Die Musik ist ein Oberknaller. Aber gleichzeitig auch der größte Makel an dem Spiel. Weil die Musik ist wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Aber dass die so selten in den Spielen vorkam, das fand ich wirklich schade. Also die kam ja nur bei Zwischensequenzen oder wenn mal irgendwie was wirklich Spannendes passiert ist. Sonst war ja wirklich einfach nur noch Stille im Spiel. Das fand ich ein bisschen schade. Also das muss ich sagen, das fand ich sehr schade. Ansonsten hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Zum Ende hin hat es sich ein bisschen gezogen, fand ich. Aber ich bin gespannt, was jetzt passiert. Vielleicht erfahren wir ja nochmal was. Irgendwas? Oder? Das sieht nach Menü aus. Wir sind im Menü. Gut, das war's dann also mit dem Let's Play von Rochard. Ich verabschiede mich. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und gut, dann ist die letzte Folge jetzt mal keine halbe Stunde. Lade ich ein bisschen weniger hoch. Das freut mich auch. Und dann geht's also die nächsten Tage weiter mit Sims 3. Und ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat, was euch gut gefallen hat, was euch schlecht gefallen hat. Und ich sag tschüss. Bis dahin, tschüss. Scheiße, hätte ja klappen können. Was haben wir denn unter zusätzlicher? Hard Time? Ja, ganz bestimmt nicht. Kapitel wählen. Okay, 5 Kapitel gab's. Optionen, was haben wir denn da? Text? Untertitel? Ja. Ach so, okay. Ja, Mensch. Okay, das war's dann. Also mehr gibt's hier nicht. Bis dahin. Tschüss.